Wer sahnt beim diesjährigen Deutschen Fernsehpreis ab? Zum 24. Mal werden bei der Verleihung die besten Formate, Darsteller und Regisseure gekrönt. Und diese Promis dürfen eine der begehrten Trophäen mit nach Hause nehmen. Sonja Zietlow und ihr neuer Moderationskollege Jan Köppen gewinnen den Preis in der Kategorie Beste Unterhaltung Reality für das Dschungelcamp. Jella Hase hat gleich doppelten Grund zum Feiern. Sie holt sich nicht nur den Titel der besten Schauspielerin, sondern schnappt sich auch eine Auszeichnung für die beste Dramaserie. Für ihr Mitwirken in der Thriller-Serie Cleo. Zum besten Schauspieler wird hingegen Philipp Froissart mit seiner Darbietung in Die Kaiserin gekürt. Barbara Schöneberger kann mit ihrer Moderation des deutschen Vorentscheids des Eurovision Song Contests überzeugen. Zudem bekommen Olivia Jones und Steffen Halaschka für Sterben für Anfänger einen Fernsehpreis als bestes Infotainment-Format überreicht. Für eine besondere Überraschung sorgen vor allem Tom und Bill Kaulitz. Mit ihrem Format That's My Jam mit Bill und Tom Kaulitz gewinnen sie in der Kategorie Beste Unterhaltung Show. Klingt nach einem Abend voller Erfolg. Strahlende Gesichter und Freudensprünge inklusive.